Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir endlich den Weg hier oben zur gelben Markierung gefunden. Und das ist Impa, beziehungsweise das Dorf Kakariko. Und genau, wir haben jetzt mit allen Dorfbewohnern gesprochen, da oben schon den Schrein aktiviert, aber noch nicht die Prüfung gemacht. Und werden jetzt erstmal mit Impa sprechen, die jetzt bestimmt ganz alt ist. Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr hab ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Was ist? Du siehst mich an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin das Impa, erinnerst du dich nicht einmal an meinen Namen? Also die Impa, die ich kenne, war fast 2 Meter groß, in einer stählernen Rüstung. Das heißt, du hättest tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einen heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch, wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eins klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden anbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Gut, dann gucke ich das mal rum. Oh, da sind krasse Bomben. Gibt es in den Häusern echt überhaupt nichts, was man irgendwie aufsammeln kann? Oh, immerhin gibt es diesmal was zum Angucken. Breites Tagebuch zu sein. Es sieht noch neu und kaum gebraucht aus. Vor 100 Jahren wollte die Großmutter Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen. Also schickten sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf, so hatte die Großmutter es mir erzählt. Der Name dieses Ritters war Link. Bis zum heutigen Tage wartete die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er recht bald zu uns zurückkomme. Für Hyrule und für die Großmutter. Aha. Nichts, was mir in irgendeiner Weise was nützt. Das Haus ist eindeutig zu klein. Sorgenbuch. Was ist dir wichtiger, die Hühner oder ich? Mit diesen Worten stürmte meine Frau aus dem Haus. Was hätte ich darauf antworten sollen, Meisterschütze? Dass sie hinter dem Schrein auf der Anhöhe wohnt. Hinter dem Schrein auf der Anhöhe, gut zu wissen. Bogenschießerin wird das bestimmt sein. Kundenfängerin. Okay, wir sind fertig. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht überwinden. Bist du bereit, für sie zu sterben? Sieh an, du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule
wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mithilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden 4 gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die 4 Titanen. Die 4 Titanen, so nennt man die Kriegsmaschinen der Shikar. Sie wurden von den 4 Recken gesteuert, bevor sie Ganon zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goron steuerte den Titan Varudania. Revadi von den Orni kontrollierte Varmedo. Der Titan von Mifa, der Zora, nannte sich Faruta. Und Urbosa dem Gerudo steuerte Varnaboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Ganon entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Ganon entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie zurückzuholen. Bei den 4 Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise zu ihrem Verbleib. Das Licht des Shikar-Steins wird dir den Weg weisen dorthin, wo du die Anführer der Völker treffen wirst. Doch dein Shikar-Stein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung in Hateno Hilfe bekommen. Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno.
Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Du bist Zeldas, nein, ganz Hyrule's letzte Hoffnung. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Das weiß ich doch. Ja, das weiß ich auch. Okay, ist mir die Geschichte nochmal erzählt. Okidoki. So, dann würde ich als nächstes eigentlich oben zum Schrein gehen wollen. Aber vorher wollte ich noch gucken, was hier so in der Ecke ist. Ich finde, manche dieser Steine sehen echt verdächtig aus. Da geht's tief runter. Da ist ein Schrein. Und hier ist was hinterm Holz. Meine Waffentasche ist voll. Na, das können wir doch ändern. Oh. Mann. Okay, dann mal hoch zum Schrein. Ich könnte mich auch einfach porten. Ich glaube, das wäre auch das Schnellste. Das hätten wir mal früher sagen sollen. Ach ja, zu der Bogenschießerin wollte ich eigentlich nochmal meinen Bogen spannen. Falls das so gemeint war. Und der Feenschrein soll irgendwo hier sein. Vielleicht da lang. Aber erstmal hier den Schrein machen. Herausforderung nehme ich an. Oh, ein Schwert. Und ein Schild? Hab ich mir fast gedacht. Weiche Angriffe mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Ziehe fast zur Seite und springen. Okay. Ich sollte vielleicht... Thank you.
gedrückt, aber es ging vielleicht mit der Waffe nicht. Weicher Angriff mit einem Sprung nach hinten aus, nutzt du die entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Ja, danke. Nach hinten. Und springen, okay. Hier zum richtigen Zeitraum einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Parieren. Moment für einen perfekten Block. Du kannst Kraft sammeln, um einen aufgeladenen Angriff auszuführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Kraft sammeln und aufladen, okay. Vor allem mit einer fetten Axt. Oder Hammer. Du hast alle Lektionen gemeistert. Setze deinen Weg fort. Ein Wächterschwert. Das macht 20. Was gibt's hier noch? Ein Opal. Aber das war mal ein krasser Schrein. Also der hat mir ein gutes Schild, eine gute Waffe, zwei gute Waffen gebracht. Den Wirbelhieb, den ich vorher, ich weiß nicht, ob ich den vorher schon konnte, aber jetzt auf jeden Fall. Prüfende Stärke gemeistert. Zeichen der Bewährung erhalten. Oben rechts sieht man jetzt, was ich habe. Drei Leben, eine Erweiterung der Ausdauer, zwei Zeichen der Berührung, sieben Krogdinger, Krogsamen, was die sechs ist, weiß ich nicht, und 30 Rubine. So, dann will ich hier noch. Oh, da ist der Typ. Mama versteckt sich, aber ich finde sie nicht. So, ich will hier eigentlich nur noch vorne langlaufen. Weil doch hier irgendwo noch der. Die große Fee sein soll, oder nicht? Ob das hier im Wald ist? Hieß oben hinterm. Was soll das denn sein? Und weg ist es. Hätte ich das angreifen sollen? Ein Geisterhase. Schleichglöckchen. Okay, eine Blume. Und ganz viele Feen. Eine männliche Stimme? Du, junger Mann, bitte höre mich an. Ich bin die große Fee Kutura.
Hier war früher eine wunderschöne Quelle, doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich selbst, einen kleinen Beitrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche nur 100. Alter, ich habe nur 30. Wenn du meine Kraft wiederhergestellt hast, wird das auch dir zugutekommen. Wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu lang, brauche ich 100. Das erinnert mich ein bisschen an die Hand von der Toilette bei Majora's Mask. So wie es scheint, hätte ich gerade eine von diesen Feen noch sammeln können. Aber wie komme ich so schnell an so viel Geld? Fit-Karotte. Prinzessin in Enzian. Hier gibt es ja übelst viel Zeugs. Aber gut. Medizin müsste ich mir ja eh auch bald mal herstellen. Aber ich hätte gerne eine Fee dabei. Die Feen, die hier waren, habe ich jetzt alle vergraut. So, und wo ist dieser Typ direkt an dem See da? Ob ich mir da eine Markierung mal mache? Ich gar nicht. Doch. Da ist noch irgendwas. Oh nein. Das ist so eine Art Schrein wieder, oder was? Warte mal, das erinnert mich doch. Keine Ahnung, was das sein soll. Gut, dann gehe ich aber mal zurück zum Dorf. So, war das die Bogenmacherin? Ja. Ha, Meister bei den Bogen. Okay, ich hatte recht, das hat geklappt. Nichts bringt mein Blut so in Wallung wie gute Bogenschützen. Wie wär's? Zeigst du mir, wie gut du mit dem Bogen umgehen kannst? Du musst einfach nur die Laternen bei der Statue der Göttin entzünden. Hat's ja sogar was gebracht, dieses eine Tagebuch mit dem Klatsch des Dorfes zu lesen. So, die Göttinstatue ist hier und deswegen ist hier auch Feuer. Aha. Ich könnte es einfach machen und einfach... Ja, an die anderen komme ich gar nicht ran. Da brauche ich also Feuerpfeile theoretisch. Ich stand im Feuer. Okay, mein Bogen brennt. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Dann nehme ich... Achso, das sind Bombenpfeile. Da sind Feuerpfeile.
Dann mache ich doch einfach so. So, schnell wieder zurück. Oh, wir sind doch bei 25 Minuten. Ich gebe die Quest noch ab. Irgendwas anderes wollte ich eigentlich noch schnell gucken. Ach ja, zu dem Hühnermann. Ich habe alles gesehen, die war die ganze Zeit hier im Laden. Hey du, ich habe dir zugesehen. Du hast richtig was drauf. Da habe ich nach langer Zeit mal wieder Herzklopfen gekriegt. Mein Mann ist auch ein meisterlicher Bogenschützer. Aber im Moment gehen wir uns aus den gewissen Gründen aus dem Weg. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Gefühle noch einmal spüren würde. Hui, ist das plötzlich heiß hier. Ich bin dir dankbar, dass ich mit ansehen durfte. Hier für dich. Oh, rote Rubine, 20 Stück. So, die hat auch was mit Hühnern gesagt. Hier ist ein Zeichner. Vor allem, er will die Göttin die große Fee zeichnen. Wenn der herausfindet, dass die große Fee in Wirklichkeit ein großer Mann ist. Ob er sie dann immer noch zeichnen will. Achso, das ist die Tante wieder. So, wo war? Das war hier. Aber hier ist keiner bei den Hühnern. Einfach einen Rüstungskorb in das normale Essen reinmachen. Ist ja easy. Na gut, bevor wir dann weitergehen nach Osten, hier unten. Was waren hier noch? Ich wüsste, was ich hier noch markiert hatte. War das der andere Turm? Ne, hier war der Turm. Markierung. Ach, dann war das der Schrein, den ich gesehen hatte. Gut, egal. Hier mache ich erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.